Ey, Props, das wusste ich nicht. Ja, Mann, es ist immer lustig. Es ist immer wieder schön, wenn man Sachen entdeckt, die man nicht kennt. Ja, ich werde es auch bis morgen wieder vergessen haben. Aber theoretisch, also jetzt kann ich zumindest behaupten, ah, das wusste ich, das habe ich nur wieder vergessen. Weißt du übrigens, was der Counterpart zu Mushroom Man in Yu-Gi-Oh! Ist? Herb Man? Nee, weil du gerade einen Stern gesammelt hast. Starboy. Starboy. Auch da verarsche ich dich nicht. Ich meine, es gibt eine Karte, die Starboy heißt. Oh no, it's terrible. Ja, genau, wir wissen das. Der König hat sich transformiert, ne? Ich soll den magischen Dildo-Stab finden, um ihn zurückzuverwandeln. Spider-Man, Spider-Man. Hat deswegen deine Spinnensingen geklingt? Ja, ich glaube, das war ein Einklang damit. Wow. Radioactive Spider-Man. Wer baut bitte Schiffe aus grünem Holz? Wo gibt es grünes Holz? Ich glaube, das will ich nicht wissen. Was ist überhaupt grünes Holz? Ist es gesund? Alter! Das wieder gesehen, ey. Ich muss es highlighten, das ist einfach genial. Ah, voll in den Arsch. Bullet Bill in den Arsch. Also Bälle mit Arsch und so, das kann ich. Aber Kanonen mit Arsch? Nicht so meins. Echt, so eine echte Arschkanone. Die nackte Kanone. Die nackte Arschkanone. 33 ein Drittel. Mhm. Weiß nicht, gab's da ein Item? Nee, ne? Glaube nicht. Gut, dann... Ludi! Nee, bist du Ludwig? Weiß nicht. Nee. Was weiß ich, wer du bist. Tot bist du! Larry ist das auch nicht, ne? Nee. Wendy ist es definitiv nicht. Aber nah dran. War das Roy, oder? Ah, nee, Roy hat so eine Brille. Nee, Roy ist lila. Natürlich war das Ludwig. Roy ist der lila, mit der Dicke, mit den Stun-Storms-Dingern. Alles auch egal. Ja. Welt 3, easy going. Wir rasieren. Durch. Immer zu. Weiter zu. Und dann Warpzone, Flöte, Tudelut. Wisst ihr Bescheid? Es wird genauso passieren. Wann haben wir die Warpzone in der anderen Dimension entdeckt? Welt 5, glaube ich, ne? Ja, also, guck mal, da ist Wolke, die ominöse Wolke, von der du vorhin noch gesprochen hast. Jo, Mensch, ey, geil. Hätten wir die mal früher gehabt, bei so einem komischen Wumbus-Level. Das hätte mal geholfen, ne? Aber ja, so ist das mit den Spielen, die kommen einem selten entgegen. Ja. So. Wasserlevel. Hatten wir vorhin schon. Wo ist Plessy? Noch nicht erfunden. Plessy ist noch auf mir. Ja, aber die Blumen, die gibt's schon. Ja, die gibt's schon, aber die können keine Headbutts. Ja, das ist auch richtig so. Gott sei Dank gab's die Blumen da nicht in der anderen Dimension. Wollte vorhin nur sagen, Plessy ist noch auf Miyamotos Reisbrett im Jahr 1988. Ja, die. Oh, Mist. Komm, holt er sich das den Mushroom Man. Du hast so echt nur die Pilze heute, Alter. Ich ziel da drauf ab. Ich will jetzt nur noch den Mushroom Man. Sterne sind zu einfach für mich. Starboy, ne. Ich hoffe, ja. Deine Lebensanzahl ist im Einklang mit dieser Entscheidung. Du, solange ich nicht so häufig verrecke? Aktuell ist der Death Counter bei uns beiden 1. Und das kann ja auch so bleiben. Für die brenzligen Level in Welt 8 habe ich ja dann auch eine Wolke und einen P-Flügel. Jawohl! Dem du, hat er gegeben. Du hast die Lebensversicherung, ich bin der Gelackmeierte. Was heißt, ich habe die Lebensversicherung, du hast die Leben für diese Lebensversicherung.
Ja, aber mit den Wolken kannst ja nur du ein Level überspringen, nicht ich. Ja, gut. Wir können uns ja einigen, was wir dann überspringen. Hey, guck mal, Starboy. Yeah. Nicht Starboy, Starman. Und Starman ist ein Gegner aus Earthbound. Ach so. Ja, also der heißt tatsächlich Starboy. Ich habe gerade eben nachgeguckt, Entschuldigung. Das Haus lasse ich dir diesmal. Ja, mir gibst du diesen ollen zum Wegwerfen im Froschanzug, ne? Ach so, soll ich den nehmen? Auch kein Problem. Nee, ich nehme den auch wohl. Gibt ja so ein paar Spiele. Scheiße! Alles gut, alles gut. Ja, das Ding hing schon mit seinem Zahn an deinem Arsch. Ja, ist auch vollkommen in Ordnung. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, Mist. Oh, Kacke. Oh, yeah. Komm, jetzt he never hier. Had a chance. Und Mushroom. Nein! Oh, mein Herz. Das ist wie die Krone zu verlieren. Einfach nicht wichtig. Einfach nicht wichtig. Ey, guck mal, Memory. Ja, Ich überlasse dir mal das Memory-Spiel. Bleibt es stehen, ja? Ich habe ja noch nichts da erreicht bei meinem ersten Versuch. Okay, ich probier's. Oh Gott, welche scheiß Festung war diese hier? Es war nicht die Unterwasserfestung. Ah, das war die Chusedor-Festung. Ah ja, okay, die geht ja noch. Woher wir das wissen? Ich habe keine Ahnung. In welcher Festung gibt es denn keine Türen? Richtig. Und prinzipiell, wie das bei Türen ist, ihr wisst es. Die Türen sind wenigstens nutzerfreundlich. Ich hab's vorhin erklärt. Oder vor Monaten oder vor Wochen. Ich hab ja die Türen bei mir abmontiert, weil ich nicht durch Türen gehen kann. Boah, der kann fliegen. Ich fasse es nicht. Alter, Gott sei Dank hat er dasselbe Timing. Und Gott sei Dank musste ich den nicht machen. Ich hatte eben schon wieder so Zuckungen. Du steuerst mit dem Pad quasi schon mit, ne? Richtig. Das ist so. Oh. Oh. Die 20s hatten wir nicht. Ich glaube, unten rechts war ein Stern. Ja, genau. Jetzt hat er nebenbei auf dem Smartphone alle möglichen Decks da geöffnet. Klar. Absolut. Pilz? Mushroom Man. Magic Mushroom Man. Ey. Muss sein. Komm da runter mal. Frechheit. Zwei Hammer. Hammer. MC Rhinos. Hammer. Richtig MC Hammer. Can't touch this. Wir fassen hier gar nichts an. Für Welt 5 für Level 5 hättest du einen Froschanzug gehabt. Ja, war ich gerade auch am Überlegen. Aber das überlässt du dann über mir ohne Anzug. Ich wusste jetzt gar nicht mehr genau, welches das vierte Level war. Ich auch nicht. Also auswendig weiß ich das nie. Erst wenn man es dann sieht, dann kommt die Kotze genau, hoch. Genau, dann kommt die Dimensionskreuzerinnerung hoch. Alter, diese ganzen Goombas hier, ey. Jetzt ist die Feuerblume weg. Das ist ja wohl glatter Beschiss. So wie wir das jetzt schon so häufig in dem Spiel hatten, ne? Ihr braucht nicht zu denken, dass blaue Münzen mehr geben. Das sind Silbermünzen. Natürlich geben die mehr. Die geben mehr Befriedigung beim Sammeln. Die geben anstatt $1 $1. Hilfe. Wow. Er schwänzelt die Dinger da weg. Ich dachte schon, ich komme hier nicht mehr lebend raus, ey. Du willst aber... Ja, natürlich werde ich getroffen, nachdem ich das scheiß Blatt einsammle. Jetzt ist mir scheißegal, Hauptsache Lucky, du bist tot. Und er
findet ein neues Leben als Mario Kart Schiedsrichter und wird dabei auch getötet, weil er Betrüger ist. Ich mach mal. Kannst ja auch das Pilz rausholen, weil die Brücken gerade unten sind. Weil ich werde es sowieso nicht kriegen, weil immer wenn ich dran bin, werden die Brücken ja hoch sein. Stimmt. Ich bin ja leider auch nicht jemand, der eine Meise hat und über Wasser geht, wenn da Brücken sind. Ist es eine biblische Anspielung? Das ist frei zur offenen Interpretation. Aber dafür ist bei mir dann die Brücke da offen, dass ich die Abkürzung zu Level 8 nehmen kann, während du da der Gelackmeierte bist. Ich bin jetzt aber gerade am Überlegen, ob ich nicht den Hammer nutze. Richtig. Weil hast, der bringt dir zwei, ja auch, ne? der bringt dir ja auch was. Ja, aber du hast glaube ich zwei Hammer, ne? Ich hab zwei, ja. Dann machen wir das so. Außer ich sterb jetzt. Wäre auch eine Option. Hey, guck mal, ein dritter Hammer. Nein, ich mach das. Aber jetzt bist du wieder dran. Und jetzt sind die Brücken. Ja. Ist eigentlich genauso, wie du sagst. So ungefähr klingt es, wenn ein Modem hochfährt. Ich mach das dann gleich auch. Ja, wir können Level 5 überspringen oder machen wir die 100? Ich glaube, dafür ist schon zu spät, oder? Nee, doch, wir haben bisher. Haben wir alles. Wir sind jetzt am Scheideweg. Ja, genau, ich bin mal so verschwenderisch und gehe mit dem Froschanzug in Level 5. Okay. Nur um den wahrscheinlich eine Sekunde später zu verlieren. Es ist immer so. Ey, guck mal, eine Feuerblume. Oh Gott. Oh, guck mal, die Blooper. Ach, mit A beschleunigt der hier. Ist ja. Und wie der beschleunigt. War das immer so, dass du beim Froschanzug nicht mit der B-Taste beschleunigst, sondern mit A? Ich weiß es. Auswendig weiß ich es jetzt nicht. Props, das wusste ich auch nicht. Der Blooper ist immer das Problem. Der Blooper und seine. Ey, wenigstens du hast ihn nicht zwei Sekunden später verloren. Am Ende des. Jetzt kannst du wenigstens beschleunigen, um wieder einen Starboy zu holen. Und wir ersparen uns den Anblick eines Froschanzuges an Land. Alles so geplant. Das ist wirklich Abomination. Das kannst du keinem zumuten. Okay, pass auf, ich mach den Bumster schon mal auf und dann kann sich jeder zwei, jeweils zwei holen, gell? Nee, eins. Warte mal, was haben wir hier? Also wir haben die, davon jeweils, okay. Und du bist hier, okay, dann ist das Pilzhaus da oben für dich. Und ich nehme einmal Leben, einmal Pilzhaus, weil ich hatte ja schon die Pilzhäuser hier. Die anderen. Dann wäre das nur fair, verstehst du? Das ist brüderlich fair geteilt. Dinge, die du nie tun würdest. Aber hey, ich bin ja human. Mir ist ja auch der Kampf um die Krone scheißegal. So, und wenn ich jetzt nicht zu faul bin, blende ich wieder ein, wie die letzte Krone an mich geht. Spoiler! Dieser nice. Bildschirm mit der letzten Krone, das wird dein neues Kanal-Thumbnail, ne? Könnte sein. Ich finde, es ist auch eine schöne Pilzvariation. So. Der Rest geht an dich und ich mach dann mal Level 6 und dann kannst du direkt zu Level 8 gehen. Oh, das ist ein Autoscroller. Ich mach da mal Level 6. Ich mach da mal. Vielleicht machst du doch mal Level 6. Oder du forderst mich zum Duell. Zwischen Brüdern. Zeit für ein Duell, ne? Richtig. Starboy gegen Mushroom Man. Ich glaube, du gewinnst. Pass auf, ich hol meine Spezialkarte Bandit Keith. Der verändert gleich die Farbe, pass auf. Oh, doch. Er wird nicht grün. Hä? Huh. Das ist traurig. Das ist echt traurig. Das ist die falsche Version. Das ist nicht das Original. Irgend so eine Emulator-Scheiße. Wir sind in so einer asiatischen Cover-Dimension gelandet. Wie so ein ominöser weißer Bus.
Der weiße Bus. Wer kennt ihn nicht? Wow, das war knapp. Ah, aber hey. Diese, wer kommt 5 Leben, danke. Nice. Wer hat sich auch diese scheiß rotierenden Plattformen ausgedacht, ey? Danke, Miyamoto. Ja, dann... Hätte ich jetzt aus Versehen die Wolke genommen, mich hätte so gekotzt. Wie heißen diese Dinger eigentlich? Spikes? Spikes, ja, richtig. Das kommt, glaube ich, hin. Ich glaube, das sind wirklich Spikes. Oh. Einfach mal so ein nutzloser P-Block. Bin ich jetzt am Ziel? Sieht gut aus. Nice! Kein Mushroom. Umso besser. So. Nehmen wir mal den Easy Way. Oh Gott, oh, oh Gott, oh Gott. Das ist so der Easy Way gewesen. Aber du hast eine Feuerblume, das ist schon mal gut. Ja, so für die 2,5 Sekunden, die dieser scheiß Fisch dann immer wegbleibt, ne? Richtig. Wow. Aber es ist auch das letzte Level dieser Art. Komm, ich... Sind wir auch froh drum, ganz ehrlich. Ihr seht schon, die Konzentration ist hoch bei uns beiden. Ich fokussiere mich da drauf. Ich feuer ihn mental an, dass er das Level schafft. Ich bin so angespannt gerade. Weil dieser große Fisch, der ist wie Bum-Bum. Der löst einfach sämtliche... Das ist ein Triggerpunkt. Wie die Menschen heutzutage sagen würden. Triggerpunkt. Das ist so moderne Jugendsprache, habe ich gehört. Ist nicht das Jugendwort des Jahres Smash? Smash, genau. Hey, Smash? Smash Brothers? Wo war dann das Jahr zuvor die Super Cringe Brothers? Ich glaube, die sind im Kanaldeckel festgesteckt gewesen. Oh, ich habe noch gar nicht die Häuser geholt. Nee, das solltest du tun. Oh, die Festung ist ekelhaft. Ja, die ist wirklich kacke. Mit den Schön, dass du es nochmal sagst, wenn ich die mache. Bulaken oder wie diese Scheißviecher hießen, ne? Jo. Obwohl, da ist eigentlich ja nur eine so eine Kackstelle, wo man zwischen denen durchschwimmen muss. Du meinst die? Ja. Ja, die ist kacke. Kann ja. Und nochmal die. Oh, meinst du die? Ja, ja, aber jetzt hast du es geschafft. Oh jetzt nein, du nein, nur noch. Nein! 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 Oh Gott. Die Angst, sie triggert wieder. Oh weh. Oh, das Timing. Oh, es funktioniert. Gekonnt, ey. Ich habe meine Ehre wieder geholt. Ich habe sie zurückerobert. Honor restored. Ich fahre jetzt mal einfach Boot. Einfach mal Kanu fahren. Ja, halt's Maul. Oh yeah. Mann! Es ist ein Stück Mushroom Man immer da. Ja. Der hat einfach mal beschissen, der Penner. Oh Gott! Kotzt du ihn da gerade voll? Ja, und ich punch ihm in die Fresse. Also, der hat einfach grünes Blut. So hat Punch-Out seinen Ursprung gefunden. Das wissen nur nicht viele. Ja, Toad war früher bekannt unter dem Namen Glass Joe. Fun Fact zu Punch-Out.
Mike Tyson hat das mal gespielt in irgendeiner amerikanischen Talkshow und hat gegen Glass Joe verloren. Oh. Und war er auch Mike Tyson? Ah ne, du kannst ja gar nicht Mike Tyson sein. Du bist ja Melvin Beck. Also der kannst echte du gegen Mike Tyson boxen? Er hat dann auch gegen sich selbst geboxt. Gegen seinen Pendant im Spiel und ja, war glaube ich nach 20 Sekunden hinüber. Aber ja. Er hat seine Ehre wieder hergestellt und hat zumindest Glass Joe später dann besiegt. Immerhin.